Ganz oben bei rechts, was sind Dings? Warte, warte, ja, ich gucke. Hier sind. Sonstiges. Ich hab dir Geld gegeben? Von süßer Hanuta zu zartbitter Hanuta. Bestimmt Wechseljahre oder Zwillinge im Anmarsch. Keiner weiß es. Da sind auch die Geschenke drin. Aber habe ich ihr jetzt Geld gegeben? Muss diese Frau nicht verstehen. So, jetzt gucken wir mal Lager, was wir produziert haben, was wir verkaufen können. Irgendwas wird sich ja hier schon noch finden. Eine Bierflasche. Na, herzlichen Glückwunsch. Bronzebarren, Eimer können wir füllen, das machen wir später. Einfache Säckchen können wir doch verkaufen, oder? Das gibt immer so ein bisschen was. Flachshalme sind da, Flakon aus Ton, Holzschalen lassen wir mal drinne, Holzspeere ist nur eine, Holzteller, kleine Weidenkörbe, drei Stück, das bringt jetzt nicht gerade, ne, mittlerer Weidenkorb, den habe ich glaube ich geklaut. Also Pelze haben wir genug, Leder sieht nicht so gut aus, ne? Eigentlich müssten wir die Lederproduktion ein bisschen erhöhen. Wir müssen die Lederproduktion ein wenig erhöhen. Pelze sieht nämlich echt gut aus eigentlich. Jagdhütte? War das hier? Ja. Guck mal hier, Pelze. Da reichen auch nur 5. Und dann machen wir hier ein bisschen Leder mehr. So. Hallo Sigi! Na? Wollte auch eine Prinzessin ähnlich, war frisch gebadet und sie sagte, ich stink aus dem Hals. Sie musste dann noch ein paar Tage im Steinbruch arbeiten, dann habe ich sie davon gejagt. Echt? Oh, wie heftig! Ja, du bist ja krass. Ich meine, ich habe sie auch in Steinbruch geschickt, aber... Oh, liebe Sigi, du rettest mir den Abend. Ich habe schon gedacht. Aber warte mal, die holt hier Federn, ne? Federn brauchen wir bei weitem nicht. So, und dafür macht sie jetzt mehr Leder. Mehr Leder, mehr Leder. So. Also, Fleisch, Trockenfleisch, Leder und Pelze. Pelzschuhe, ja, ja, die sind schon in der Produktion. Die sind schon in der Produktion. Warte mal. Pelzschuhe sind schon in der Produktion. Die müssten doch jetzt schon wenigstens ein paar fertig sein. P-P-K-L-M-N-O-P. Da, Pelz. Nö, Pelzschuhe sind noch nicht fertig. Wieso nicht? Wieso sind noch keine Pelzschuhe fertig? Meister! Warte mal, ich brauche mal Peitsche hier. Stahlpeitsche. Gib Gas! Ich brauche Pelzschuhe! Hauptsache, du gräbst an meiner Frau rum, aber kriegst hier nichts gebacken. Produktion, warte. Produktion. Da. Näherei. Er ist glücklich, ne? War's bei meiner Frau, ne? Du. Pelzschuhe soll er 2 Stück am Tag schaffen. Das geht ja wohl nicht, ne? Aber warte mal. Leingarn werden wir mal runterschrauben. Ah, nee, warte doch, war richtig.
Denn für Säckchen, für was wollte ich Leingarn haben? Für Trinkschlauch, Filzhut, Strohhut. Da brauche ich Leingewebe, flacher Strohhut, auch Leingewebe. Google. Brauche Wollstoff. Einfache Tunika. Das sind immer mehr, was die da brauchen, ne? Tunika. Setz den nicht so unter Druck, der streikt noch. Das ist mir egal. Ach, er ist ja noch nicht in keiner Gesellschaft. Also dieses mit der Gewerkschaft, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Sieh zu, dass du fertig wirst. Ich muss hier mal Geld verdienen. Echt mal. Ja, Brennholz haben wir, wie gesagt. Wir sind langsam gut genug für den Winter vorbereitet. Den nehmen wir mal raus. Guck mal, der Holzfäller hat sogar Eisenäxte. Oder kann er damit nichts anfangen? Federn. 400 Federn. Was soll ich mit so viel Federn? Guck mal, die können wir doch mal verkaufen, oder? Die Kugel mit langer Pelzkappe kann ich doch verkaufen, oder nicht? Oder brauche ich die selber? Die könnte ich gut gebrauchen für den Winter, oder? Holzspeere ein. Holzteller Hopfen. Hölzerne Fiole. Kalkstein. 62, ich brauche 80. Kupfererz, Leder, 23, Leingarn, Leingewebe. Im Winter, ja, deswegen. Mittlerer Weidenkorb. Die Schlauchmütze weg, verkaufen, oder? Kälteschutz plus 10, was macht die Pelzdingsbums? Da, die hier. Kälteschutz plus 30, weißt du was? Dann nehme ich die jetzt hier und verkaufe die. Steinmesser sind 13, Steinäxte 16. Stroh ist genug da, Tonflasche, Tonschale, Tonne. Wollstoff, Wollgarn. Okay. Wir müssen rein theoretisch dann demnächst mal an die Mine denken, dass wir in der Mine dann auch Erze haben. Also ich glaube, dass wir da unser Dorf bis jetzt ganz gut im Griff haben. Ja, wir wissen zwar noch nicht wegen dem Winter, aber ich glaube, wir haben das Dorf gut im Griff. Das Einzige, was wir jetzt wirklich machen müssen, ist mal ein bisschen Geld verdienen und solche Sachen. Das wäre schon nicht schlecht. Und ich müsste vielleicht auch nochmal, aber das schaffe ich heute, oder schaffe ich das noch? Wie sind ein Bär und ein Elch? Oh, ich würde die gerne schießen wollen, ne? Ich habe doch den Bogen, oder? Aber mit der Armbrust schießt sich's einfacher, ne? Langbogen. Auf die 5. Keine Pfeile. Ich hab doch Steinpfeile. Kann man den Langbogen nicht mit Steinpfeile nehmen? Brauchst du selber. Pfeile herstellen mit Federn. Was brauche ich selber, Giglio? Pfeile herstellen. Mache ich hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Steinmesser, Holzspeer, Fackel. Nee. Muss ich in der Werkstatt machen.
ich habe diese Pelzdingsbums behalten. In der Jagdhütte. Aber ich brauche dazu erstmal Federn und Stöcke wahrscheinlich, ne? Oder Schmiede. Jagdhütte oder Schmiede. Okay. Gucken wir mal. Können wir hier... Ey! So, hier können wir... Ah, das ist die Werkstatt. Okay. Bescheuert. Schmiede ist ja hier. Hier. Holzwaffen. Steinwerkzeuge. Fischspeer. Armbrust. Oh, da fehlen mir noch ein bisschen was. Recurve-Bogen. Müsste ich freikaufen. Habe ich aber kein Geld für. Langbogen. Ich habe einen Langbogen. Pfeile, ne? Diese hier. Holzbolzen. Nein. Steinwerkzeuge. Muss ich wahrscheinlich oben in der Jagdhütte machen, ne? Ich nehme mal die Federn mit. Vorsichtshalber. Und Steine. Steine, Steine. Holzen sind nur für die Armbrust. Ich würde ja lieber mit der Armbrust wie mit Pfeil und Bogen schießen, ne? Aber den Langbogen, den habe ich ja nun mal schon. Eine Jagdhütte. Stöcke habe ich im Inventar, theoretisch. Was machst du hier? Wie wär's mit Arbeiten? Oh Gott, hier. Steinpfeile. Aber ich habe doch 10 Steinpfeile jetzt, ne? 13. Ich habe doch jetzt den Langbogen. Und der sagt mir keine Pfeile. Ich brauche den Köcher, ne? Ah, das Problem war der Köcher, ne? Wie mache ich denn den? Mache ich den hier? Nee. Das Problem waren ja, machen wir gleich noch mehr. Pfeile ausrüsten. Wie rüstet man denn Pfeile aus? So, wir gehen jetzt auf Jagd. Wir gehen jetzt auf Jagd. Wiesentelch. Warte, das war da hinten. Wiesentjagd. Also Elch, Wiesent und Bär. Der Bär wird lustig. Ich glaube, den erschlage ich mit der Axt. Ich weiß, dass hier Elche waren. Ich muss auch noch einen Bogen herstellen, oder was? Um da weiterzukommen. Ich habe aber einen Bogen, warum soll ich einen herstellen?
Einen einfachen Bogen. Okay. Wie wäre es mit Giftpfeile? Stimmt, ich habe ja die Kupfer. Genau, Andrero. Ich habe ja die Kupfergiftpfeile. Was bist du? Du bist ein Elch, ne? Da hinten. Ah, ein Schwein. Wie hoch muss ich ansetzen? Die Frage ist, wie hoch muss ich ansetzen? Gar nicht hoch. Lol. Ih, du machst ja alles voller Blut. Da eben einen Elch gesehen, oder? Da. Ja! Ich habe einen Elch geschossen. Jo, guck mal hier, mein Pfeil ist noch da. Erforderlich Messer, dein Ernst? Mein Messer ist kaum, hab ich gemerkt. Dankeschön, Manu. Der erste war zu weit. Okay. So. Wie sind die? Waren irgendwo bei Deder da hinten, bei dem... Hier hinten irgendwo, ne? Oder wo haben wir die Wiesente? Die waren noch da hinten. Ach, habe ich überhaupt zu essen? Habe ich Essen mit? Ja, ne? Ich habe Essen mit da. Hä, wo ist mein Wasserschlauch? Da. Es reicht doch eine Elchkuh, na toll. Was sagst du mir jetzt? Die Wiesente waren da hinten irgendwo, ne? Wo wir zu der Kestrel da und dann da waren, oder nicht? Nein, ihr braucht keine Angst haben. Euch jag ich nicht. Macht das nur das, was ich muss. Aber hier war der Bär, oder? Der Bär war doch hier an diesem Weg, Dingsbums, oder? Ach, Mann. Von der Karre. Links hoch von der Karre. Links hoch, okay. Aber hier war doch... War nicht hier irgendwo der Bär?
Da wohne ich. Ach so. Ach Gott, nee. Das sind Elche. Da wohnst du am See. Ja, du bist da lang gegangen. Okay. Die Bären sind meistens vor den Höhlen, ja. Ich dachte, ich wäre hier irgendwo. Oh, haben wir das schon gelootet? Haben wir hier schon gelootet? Nein, haben wir noch nicht. Guck mal. Eisenerz. Da ist noch mehr. Guck mal, haben wir noch nicht gelootet. Weiß gar nicht mehr, wie weit wir laufen mussten für diesen D, für diesen... Ich weiß, dass der irgendwo hier hinten war, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich war der Meinung, der war hier irgendwo. Nein, der war ja noch höher. Kestrel war in Jerzerika oder wo war die? In Hornika. Die war in Hornika. Hier. Und der Typi, der war doch... War der nicht hier irgendwo? Ich muss... In die Richtung, richtig? So ungefähr. Der See bei Denika. Der See hier, ne? Da war doch der Typi da irgendwie. Und da waren doch die Wiesente. Die habe ich doch da gesehen. Da habe ich doch 3 Stück erschlagen müssen. Ich mach mal Cookie Lookie. Das war woanders. Wo war denn das? Dieser Typi da, der da. Ich muss echt mal die Karte erkunden, ne? Bei Hornika. Bin ich nicht auf dem Weg zu Hornika? Nach Hornika? Bisschen weiter rechts, so, ne? Mal ein bisschen die Sonne im Auge behalten. Wird nämlich düsteres. Da brauchst du nicht hin. Ja, ich brauch Wiesent. Das ist das einzige Mal, wo ich Wiesente bewusst jetzt mitgekriegt habe. Von Brannika ist auch ein Bär. Der See bei Denika. Der See bei Denika, das ist dieser hier. Ich bin in die falsche Richtung. So. Und da sind Wiesente. Sigi. Sind dort beim See Wiesente.